Ja, weiter geht's am Pearl-Stand. Wir haben hier ein paar schöne Pearl-Free-Floating-Snares. Da will uns der Thomas noch zu was zu sagen. Ja, unsere neuen Free-Floaters. Tatsächlich Free-Floating. Wir feiern 30 Jahre Geburtstag Free-Floating-Snares. Toi, toi, toi. Free-Floating steht für freischwingender Kessel. Kein Kesselkontakt, kein Hardware-Kontakt zum Kessel. Das bedeutet, Maximum Resonanz ist Free-Floating. Was wir mit unseren neuen Modellen gemacht haben, das sind Task-Specific Free-Floating-Snares. Was hat es damit auf sich? Insgesamt 8 Snares. Die Idee war, den Anforderungen, die der Drummer an die Snare stellt, möglichst gerecht zu werden und die perfekte Size-Größe mit dem perfekten Material zu matchen, um genau diese Anforderungen zu erfüllen, die der Drummer an bestimmte Snares hat. 4 verschiedene Tasks oder Anforderungen haben wir uns vorgeknöpft. Task Nummer 1, akzentuierten Sound. Task Nummer 2, ein mehr General Sound für eine breitere Anwendung. Task Nummer 3, einen powervollen Sound. Und Task Nummer 4, ein so fett wie möglich Sound. Bei dem Task Nummer 1, akzentuierten Sound, ist es am perfektesten, wenn man einen flachen Kessel wägt. Hier haben wir 3,5 Zoll Tiefe und wir haben jeweils pro Task 2 Snares dafür zur Auswahl. In Verbindung mit dieser Shallow Size macht ein 1 mm Stainless Steel Shell einen sehr harten Attack. Sehr ordentlich. Und die Nummer 2 ist ein dünner Birkenkessel. Ein sechslagiger Birkenkessel, 5,4 mm, macht auch in Kombination mit dem Shallow Size einen Attack. Task Nummer 1. Task Nummer 2, wenn der Drummer möglichst eine Snare möchte, mit der er viele Sachen spielen kann, eine mehr für General Use, wählt er am besten eine Standardtiefe 5 Zoll. Und 2 verschiedene Materialien haben wir da mitgematcht, die diesen General Use am besten erfüllen. Einmal der Messing, 1 mm Messingkessel. Und einmal ein Standard Maple Kessel, sechslagig, 7,5 mm stark. Taste Nummer 2, General Use. Taste Nummer 3, Power Sound. Wenn der Drummer Power möchte, nimmt er am besten einen tiefen Kessel. Die Tiefe 6,5 Zoll. Ist perfekt geeignet, um einen powervollen Sound zu erzeugen. Als Materialien sind am perfektesten geeignet die 1,2 mm starker Phosphor-Bronze-Kessel. Hört sehr schön, der Ton wird immer tiefer und kriegt mehr Power. Und als zweite Variation sehr schön ein Mischkessel, ein sechslagiger Holzkessel, ein Mischholz, Maple und Mahogany gemischt. Ich hol den Snare mal kurz raus. Ein Mischkessel, das helle ist das Maple und das dunkle ist das Mahogany-Holz. Wir wissen aus unserer Referenzserie, dass Mahogany-Holz in der Innenlage für sehr viel Low-End sorgt. Und deshalb diese Kombination aus diesem Mischholz mit der Tiefe von 6,5 ist also für ein powervolles Sound perfekt geeignet. Sehr fett und bauchig und kann runtergestimmt werden, noch jede Menge. Als letztes, wenn der Drummer wirklich den fettesten oder tiefesten Sound haben möchte, den man irgendwie erreichen kann, dann wählt er einen noch tieferen Kessel, einen 14x8 Zoll, einen 8 Zoll tiefen Kessel und die Materialien dafür, die genau das erzeugen, wären zum einmal ein nahtlos gezogener Aluminiumkessel, 1,2 mm. Da ist schon sehr viel Bauch drin. Ordentlich Wumms. Und last but not least ist hier ein richtig massives Snare. Das ist ein 100% Mahogany-Kessel. Alles Mahogany, ganz dick, 10 mm dick, 8 Lagen Mahogany, 8 Zoll tief. Fetter kann man es nicht machen, das ist richtig 80er Jahre fetter Sound. Alle Free-Floating-Snares kommen mit unseren Mastercast.
Gussspannreifen und alle unserer Free Floating Snares kommen mit dem neuen Strainer. Das ist der neue SR116F Strainer. Ist sehr, sehr leichtgängig, Smooth Action, weil wir spezielle Bearings, Polymer Bearings hier verwenden. Und er hat diese Locking System mit integriert. Das heißt, einmal geschlossen, bleibt die Tension immer dabei.